Aus der Asche von Interplay gestiegen hat sich Obsidian einen Namen durch Nachfolger zu erfolgreichen Franchises wie Knights of the Republic, Neverwinter Nights, Dungeon Siege und Fallout gemacht. Als eines der wenigen unabhängigen Studios der heutigen Zeit müssen sie ständig auf die Veränderungen des Marktes reagieren, um zu überleben. Was das bedeutet, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Gefolgt von Kündigung und Einstellung ihrer Projekte durch Interplay verließen die einstigen Designer und Programmierer der Black Isle Studios Fergus Urquhart, Chris Parker, Chris Avalon, Darren Monahan und Chris Jones das Unternehmen, um am 12. Juni 2003 ihre eigene Firma zu gründen, Obsidian Entertainment. Der Name sollte das schwarze vulkanische Glasgestein beschreiben und so eine geistige Verbindung zu ihrem alten Studio Black Isle herstellen. Als unabhängiges Studio war Obsidian Entertainment damit auf die Aufträge von großen Publishern angewiesen, die Projekte bei ihnen bestellten und sie ebenso nach Belieben wieder zurückriefen. Ein Verfahren, was die Amerikaner als Cancel for Convenience beschreiben. Das siebenköpfige Team entwickelte eigene Projektideen, verschickte diese an die gängigen Publisher und fragte bei ihren alten Kontakten an, ob diese Aufträge für sie hätten. Ihnen entgingen erste Aufträge für Ubisofts Dark Messiah of Might Magic oder Take-Two's Future Blight. Stattdessen kamen sie selbst auf das Konzept für ein Star Wars Action RPG, für das sie die Baldur's Gate Dark Alliance Engine ihrer ehemaligen Kollegen von Stormblind nutzen wollten. Fergus bot es Simon Jeffrey von LucasArts an und beschrieb es als ein gruppenbasierendes Action-Rollenspiel mit Laserschwertern. Der hielt es für eine coole Idee, fragte jedoch im gleichen Atemzug, ob sie nicht stattdessen Knights of the Old Republic 2 machen könnten. Eine perfekte Mischung. Der erste Teil hatte sich für LucasArts rentiert, doch die BioWarians wollten an neuen Spielen arbeiten und so brauchte LucasArts einen Entwickler für den Nachfolger zum Weihnachtsgeschäft 2004. Das Obsidian-Team war durch die frühere Zusammenarbeit ohnehin mit der KOTOR-Technologie vertraut und so schlossen sie den Vertrag ab. LucasArts gab ihnen 15 Monate Zeit und Obsidian stellte 13 weitere ehemalige Kollegen ein, um die Sith Lords Entwicklung voranzutreiben. Das Projekt kam besser voran, als LucasArts es erwartet hatte. Als deren QA-Abteilung Sith Lords zum ersten Mal testete, waren sie hellauf begeistert. Erst stimmten sie einer halbjährigen Verlängerung der Entwicklungszeit zu, dann machten sie plötzlich einen Rückzieher und wollten es so schnell wie möglich veröffentlichen. Da es Obsidians erstes Projekt war und sie sich noch nicht um die eigene Absicherung der Vertragsänderung gekümmert hatten, kamen sie LucasArts Bitte nach und kürzten das Konzept einschließlich des Druidenplaneten M478. Der Story von Knights of the Old Republic folgend stieg der Spieler in Sith Lords 5 Jahre später als ausgelernter Jedi ein. Jedoch zunächst mit Gedächtnisschwund und ohne Lichtschwert oder Macht. Eine Quest zur Ergründung seiner Verbannung aus dem Jedi-Orden begann, die zu den wenigen Verbleibenden seiner Art führte, welche die Ereignisse von Knights of the Old Republic 1 überlebt hatten. Trotz des einfalllosen Amnesie-Einstiegs entwickelte sich eine mitreißende Geschichte. Wie schon in Knights of the Old Republic formten in Sith Lords die Entscheidungen des Spielers die Geschichte, welche laut GameSpy eine der besten der Videospielhistorie war. Knights of the Old Republic 2 war ein durch und durch düsteres Spiel, von der UI über die Musik bis hin zur Farbe des Grases. Die Tester mochten es, kritisierten jedoch die Frame-Einbrüche trotz der in die Jahre gekommenen Grafik. Knights of the Old Republic 2 bekam eine Metacritic-Wertung von 85 Punkten. Es verkaufte sich im Dezember 2004 450.000 Mal und 1,5 Millionen Mal im Folgejahr. Die Begeisterung der Fans ging so weit, dass sie Jahre später die von Obsidian im Quellcode zurückgelassenen Planeten, Sequenzen und Plotpunkte vervollständigten und sie als The Sith Lords Restored Content Mod herausbrachten. Gegen Ende 2004, als Knights of the Old Republic 2 sich so langsam der Fertigstellung näherte, bekam Fergus einen Anruf von Atari. Nun, wo Interplay die Dungeons & Dragons Lizenz gänzlich verloren hatte, wollten sie einen Nachfolger zu Neverwinter Nights haben. So kam Obsidian Entertainment in den Genuss, zum zweiten Mal einen Nachfolger zu einem BioWare-Spiel zu programmieren.
Losgelöst vom Vorgänger der Kanadier fokussierte sich Neverwinter Nights 2 auf eine Einzelspielerkampagne, die im kleinen Dorf Westhafen begann. Von einem extraplanaren Gisjaki verwüstet, wurde der Spieler auf die Suche nach den Überresten eines mächtigen Silberschwertes geschickt, was ihn über drei Akte hinweg nach Neverwinter und zum Fürst der Schatten führte. Eine Reise, die ihn auf bis zu 12 Begleiter schießen ließ, welche sich wie in Baldur's Gate 2 in Gespräche einmischten. Obsidian erweiterte ihr Verhalten um das für Sith Lords programmierte Beeinflussungssystem, was bis in die politische Struktur Neverwinters reichte. Neverwinter Nights 2 spielte sich wie ein typisches Infinity Engine Game mit einem taktischen Fokus und der üblichen Pausefunktion. Es wurde sehr für seine unterhaltsame und abwechslungsreiche Handlung sowie Gruppeninteraktion gelobt, aber für die mangelhafte Begleiter-KI und wenig lebendig wirkende Welt kritisiert. Die Wertungen der Presse rangierten um 84%. Es schoss im November 2006 direkt auf Platz 1 der amerikanischen Verkaufscharts. Trotz ihrer kleinen Schwierigkeiten mit der Knights of the Old Republic 2 Fertigstellung entwickelte sich die Firma gut und war zum Beginn von 2005 bereits auf 50 Mitarbeiter angewachsen. So ließen sie sich darauf ein, mehrere Titel gleichzeitig zu entwickeln. Disney fragte bei ihnen an, ein Vorgängerspiel zu Schneewittchen und die sieben Zwerge zu programmieren. Das schlicht Dwarfs betitelte Spiel sollte ein Third-Person-Action-Game für die Xbox 360 und PlayStation 3 mit Fokus auf Schneewittchens Begleiter werden. Mit einer komplett neuen Geschichte, in welcher der Spieler den Antagonisten in Schneewittchens magischen Spiegel verbannte. Obsidian Entertainment erstellte einen Prototypen für Disney und programmierte bereits ein Jahr daran, als Disney einen neuen CEO bekam. Bedauerlicherweise wollte der nichts mehr von Schneewittchen wissen und erklärte sie für unantastbar. Ein herber Rückschlag für das Obsidian-Team. Rückblickend sagten die meisten Obsidian-Mitarbeiter, dass Dwarfs ihr liebstes eingestelltes Spiel war. Doch leider ein Problem, mit dem sie als unabhängiges Studio leben lernen mussten. Obsidian Entertainment arbeitete gerade fieberhaft an Neverwinter Nights 2, als Fergus 2005 eine Anfrage von Sega für ein neues Rollenspiel bekam. Doch zu dem Zeitpunkt hatten sie keine Kapazitäten frei. Glücklicherweise war der Zeitpunkt für Sega kein Problem und erstaunlicherweise genauso wenig das genaue Konzept des Spiels. Sie wollten schlichtweg ein Rollenspiel, was sich Obsidian Entertainment vollständig selbst ausdenken durfte. So kamen sie auf die Idee eines Spy-RPGs, das den Titel Alpha Protocol bekommen sollte. Dessen Hauptcharakter Michael Thornton sollte ein Superspion wie James Bond mit dem Köpfchen von Jason Bourne und dem Badass-Feeling von Jack Bauer werden. Sega liebte die Idee und vor allem, dass sie mal nichts mit Drachen oder Phasern zu tun hatte. Doch der vierjährige Entwicklungszyklus des Spiels wurde ziemlich hart für Obsidian. Alpha Protocol war ihr erstes Spiel, was absolut gar keine fremden Spezifikationen hatte und sie von Grund auf selbst konzipieren mussten. Was in den Anfängen häufig die Frage aufwarf, was es überhaupt für eine Art von Spiel werden würde. Ein Rollenspiel? Ein Shooter? Ein Stealth-Action-Game? Oder alles auf einmal? Was sollte es überhaupt für eine Zielgruppe ansprechen? Es half auch nicht gerade, dass Sega sich ähnlich unschlüssig über Teile des Spiels war. Sie strichen einzelne fertige Passagen, selbst ein komplettes Segment, das alleine $500.000 gekostet hatte. Im fertigen Produkt schickte Alpha Protocol den Spieler aus, dem Abschuss eines Passagierflugzeugs nachzugehen und den Anführer der dahinter steckenden El Samad Terroristengruppe zu eliminieren. Natürlich war es nicht so simpel und plötzlich reiste er nach Moskau, Rom und Taipei, um die ganze Wahrheit aufzudecken. Die Story hatte für Obsidian-Verhältnisse wenig Charakter, aber die Art, wie der Spieler alles beeinflussen konnte, war wirklich erstaunlich. Bedauerlicherweise war das der einzige mitreißende Faktor des Spiels. Als Alpha Protocol im Juni 2010 nach unzähligen Verschiebungen das Licht der Welt erblickte, verkaufte es initial 700.000 Exemplare, wurde dann jedoch von den Kritikern zerrissen. Tester bezeichneten es als fehlerhaft, chaotisch und richtungslos. Sie beschrieben genau die Fragen, die sich das Team bei der Entwicklung auch gestellt hatte. Die Verkäufe entsprachen nicht Segas Erwartungen und so wurde die Idee eines Nachfolgers begraben. Als Neverwinter Nights 2 in 2006 fertig war und die Entwicklung von Alpha Protocol gerade begann, bekam Obsidian Entertainment Angebote von drei Publishern gleichzeitig.
Das erste war eine Anfrage von Electronic Arts, die ein Stück vom Open-World-Rollenspielkuchen abhaben wollten, den Bethesda sich mit Oblivion gesichert hatte. Sie baten Fergus um ein Skyrim-ähnliches Ultima. Die zweite Anfrage kam erneut von Sega, die von Fergus Team gerne ein Rollenspiel auf Basis von Aliens gesehen hätte. Die Alien-Idee begeisterte das Team am meisten und so begann Obsidian Entertainment mit der Entwicklung einer Demo dafür. Aliens Crucible war ähnlich wie Mass Effect ein Squad-based Survival-Game mit Rollenspielelementen aus der Third-Person-Perspektive, bei dem der Spieler einen bunten Haufen Überlebender durch eine von Aliens infizierte Kolonie steuerte. Es sollte die typische Charaktererschaffung, Dialogoption und sogar Features zum Ausbau der Basis haben. Obwohl es technisch gut war, gelang es dem Team nicht, ein wirklich packendes Spiel daraus zu machen. Sie sandten Sega die Demo an einem Freitagabend im Februar 2009 und erhielten am Montagmorgen die Nachricht über die Einstellung. Scheinbar ohne, dass Sega sich den Prototypen überhaupt angesehen hatte. Doch im Gegensatz zu anderen Titeln wurde Obsidian Entertainment für jeden Entwicklungsschritt bezahlt und ging mit dem Plus einer neuen Engine aus der Entwicklung hervor. Die dritte Anfrage kam von Atari, die mit dem Erfolg von Neverwinter Nights 2 zufrieden waren und nun mit Baldur's Gate 3 einen zweiten Dungeons & Dragons Franchise fortführen wollten. Mit dem eingestellten Black Hound zu Black Isle Studios Zeiten wollte das Obsidian Team dieses Mal alles von Anfang an richtig machen und schlug Atari vor, es für 10 Millionen machen zu können, empfahl jedoch ein ordentliches Budget à la Mass Effect mit 25 Millionen. Atari war hin und her gerissen, überlegte ein paar Monate und gab schließlich grünes Licht für einen Baldur's Gate 3 Prototypen. 6 Monate lang und ca. 30 Überarbeitungen später hatten sie sich endlich auf ein Spielkonzept geeinigt, als Atari von Namco Bandai aufgekauft wurde und alles wieder verworfen wurde. Ein Jahr Arbeit ohne Bezahlung war dahin. Gerade als Alien gecancelt wurde und die beiden Neverwinter Nights 2 Erweiterungen ausgeliefert waren, bekam Fergus einen Anruf von Todd Vaughn, dem Präsidenten von Bethesda. Die hatten Fallout 3 fertiggestellt und ihr Game Studio war zu der Entwicklung von Skyrim übergegangen. Für Obsidian hatten sie sich etwas ganz anderes vorgestellt. Sie wünschten sich ein Star Trek Spiel. Zu dem Zeitpunkt war Paramount noch nicht mit dem Reboot der ursprünglichen Filmreihe durch und die dritte Enterprise-Serie erfolglos abgesetzt. So sah Fergus darin keine sonderlich großen Erfolgschancen und lehnte ab. Bethesdas Folgeangebot ging in eine ganz andere Richtung. Sie wollten ein weiteres Fallout-Rollenspiel an der Westküste. Chris Taylor und der Rest des ursprünglichen Fallout-Teams waren hellauf begeistert. Die 5 Gründer brainstormten sofort und kamen auf einen Las Vegas-Standort mit starkem Fokus auf Fraktionen, wie es sich die Fans gewünscht hatten. Sie ließen die Handlung mit einem Kopfschuss in der Wüste beginnen. Bethesda liebte das Konzept und gab umgehend grünes Licht für New Vegas. Jedoch lediglich mit einem Zeitfenster von 1,5 statt 4 Jahren, wie Bethesda selbst es für Fallout 3 genoss. Beginnend mit dem Kopfschuss musste der Spieler in New Vegas seinen eigenen Mörder finden und das Paket ausliefern, welches ihm gestohlen wurde. Jedoch nicht ohne in Konflikt mit der örtlichen Politik in Form von NCR und Caesar's Legion zu geraten. Aktionen bekamen mehr Konsequenzen als jemals zuvor und wie Fallout 2 hatte New Vegas extrem abgedrehte Nebenquests. Von der Leitung eines Prostitutionsrings über die Ermordung des Präsidenten bis hin zur Untersuchung einer geheimen Kannibalengesellschaft. Selbstverständlich immer mit multiplen Lösungswegen. Begleiter wurden deutlich überarbeitet. Jeder einzelne erschien wie ein lebendes Individuum mit einzigartigen Neigungen. Cyberdog Rex war auf der Suche nach einem neuen Gehirn, Cass wollte die Mörder ihrer Karawane erledigen und Veronica der Bruderschaft helfen, aus ihrem unterirdischen Bunker zu kommen. Eine Reihe von Begleitern, die ebenso aufregend waren wie die Hauptgeschichte selbst. Obsidian erweiterte Bethesdas Fallout 3 Kampfsystem. So war es erstmalig möglich, mit Schusswaffen tatsächlich zu zielen, was den Shooter-Charakter deutlich verbesserte. Und Waffen konnten mit Zielfernrohren, Schalldämpfern etc. ausgerüstet werden. Obendrein implementierten sie einen Hardcore-Mode mit Dehydrierung und ohne automatische Heilung, was eine wahrhaft erschreckende Fallout-Erfahrung erzeugte. Es war die perfekte Kombination von Bethesdas neuem Spielsystem und den Grundpfeilern der ersten beiden Fallout-Spiele. Als Fallout New Vegas im Oktober 2010 erschien, fanden es Fans und Kritiker besser als Fallout 3, aber es war ebenso geflutet mit Bugs.
Bethesdas unveränderbare Deadline hatte Obsidian vor die schwere Entscheidung gestellt, ob sie das Projekt einstellten oder fehlerhaft auslieferten. Viele der Bugs wurden im Nachhinein gefixt, doch einige Fans vergaben Obsidian nie dafür, dass sie $60 für ein in ihren Augen unspielbares Game zahlen mussten. Obsidian Entertainments Ruf litt stark darunter und das Studio entwickelte ein neues Bug-Tracking-System, damit derartig ausschweifende Fehler in keinem ihrer kommenden Spiele mehr auftreten würden. Nichtsdestotrotz verkaufte sich Fallout New Vegas mehr als 8 Millionen Mal auf PC, PS3 und Xbox 360. Zur Zeit des New Vegas Pre-Production-Endes hatte Square Enix seine erste Partnerschaft mit einem westlichen Unternehmen, Gas Powered Games, geschlossen. Da letztere mit der Entwicklung von Supreme Commander 2 beschäftigt waren, Square Enix sich jedoch eine dritte Instanz der Dungeon Siege-Reihe wünschte, ging die Anfrage an Obsidian Entertainment. Wozu das Team dank Sega nun schon eine fast fertige, selbstentwickelte Engine besaß. Mit der Unterstützung von Gas Powered Games' Chris Taylor, dem Designer des ersten Dungeon Siege, begann Obsidian Entertainment mit der Arbeit an Dungeon Siege 3. Eine Gruppe Krieger, bekannt als Legion, ernannte sich darin selbst zum Beschützer der Leute, während sie einer Monarchie gestatteten, über das Land zu herrschen. Als der König ermordet wurde, wurde die Legion zum Sündenbock und die Jagd auf ihre Mitglieder begann. 30 Jahre später rief ihr Anführer Odo die überlebenden Mitglieder zusammen, um das zu untersuchen, was wirklich geschah. Keine wirklich atemberaubende Geschichte, aber ein guter Platzhalter für einen Titel wie Dungeon Siege 3. In nunmehr typischer Obsidian-Manier konnte der Spieler in Zwischensequenzen und Dialogen Entscheidungen treffen, die sich auf den Verlauf des Spiels auswirkten. Er konnte sich dafür einen von vier Charakteren aussuchen, für den sich die Geschichte jeweils anders entfaltete. Lucas war ein Nahkämpfer, Angela ein fliegendes magisches Wesen, das Feuer verschießen konnte, Reinhard ein Magier der arkanen Künste und Katharina feuerte mit Gewehren und Pistolen um sich. Jeder von ihnen hatte zwei Kampfstile, die 6 offensive Fähigkeiten freischalten sowie Defensivfähigkeiten für Heilung oder Verteidigungsbuffs. In der Einzelspielerkampagne war zusätzlich einer von 3 Begleitern on the fly wählbar. Die mussten jedoch genau wie der eigene Charakter ausgerüstet werden, was das Item-Management enorm machte. Dungeon Siege 3 unterstützte 2 Spieler Netzwerk-Koop und 4 Spieler Internet-Koop. Das ließ die Beitretenden aber nur die Begleiter und keine eigenen Charaktere spielen und obendrein war die Kamera immer auf den Hauptcharakter gerichtet, was zu einem sehr enttäuschenden Spielerlebnis führte. Als es im Mai 2011 ausgeliefert wurde, hatte es zwar deutlich weniger Bugs als Fallout New Vegas, war laut den Kritikern aber schlichtweg langweilig. Sie meinten, es würde eine Menge zu töten und plündern geben, aber nichts darüber hinaus. Dungeon Siege 3 verkaufte sich mehr als 800.000 Mal im ersten halben Jahr. Im Oktober 2009 bekam Fergus einen ungewöhnlichen Anruf. Greg Campanis, der Vizepräsident der South Park Digital Studios, war dran und sagte, die Macher von South Park, Matt Stone und Trey Parker würden gerne mit Obsidian Entertainment über ein Videospiel reden. Obwohl Fergus noch nicht wusste, was genau er sich darunter vorstellen sollte, sagte er zu. Fergus stellte eine Präsentation von verschiedenen Ideen zusammen und erklärte Trey und Matt, wie Obsidian RPGs entwickelte. Vollkommen überflüssig, wie sich zeigte, da Trey und Matt absolute Nerds waren. Eine Woche später hatte Obsidian bereits einen rudimentären Prototypen zusammengestellt. Sie bauten eines der Häuser der Show nach mit einem gewöhnlichen Kind und Optionen zum Ändern der Herkunft und Kleidung. Auf dem Sofa im Wohnzimmer spielte Randy Marsh Guitar Hero und in der Küche gab es einen Küchenfreund, der sich beim Aufheben in eine Axt verwandelte. Matt und Trey waren sofort mitgerissen und sie einigten sich auf eine gemeinsame Entwicklung des Spiels. Obsidian arbeitete direkt für das South Park Team und wurde dafür zunächst von Viacom bezahlt. Doch gegen Ende 2011 entschied das South Park Team einen erfahrenen Publisher mit ins Boot zu holen, was THQ sein sollte. Unglücklicherweise geriet THQ danach in finanzielle Schwierigkeiten und meldete Ende 2012 sogar Konkurs an. Das finanzielle Fiasko überschnitt sich mit der Einstellung von Stormlands Anfang 2012. Ein von Obsidian Entertainment erdachtes Szenario, in dem eine magische Apokalypse die bösartige Fantasy-Welt zerstört hatte.
Obsidian Entertainment hatte das Projekt verschiedenen Publishern angeboten und war letztlich bei Microsoft gelandet, die es als exklusives AAA-Rollenspiel für den Launch ihrer Xbox One herausbringen wollten. Doch nach 7 Monaten Entwicklungszeit stellte Microsoft es aus heiterem Himmel ein. Ein schwerer Schlag für den Ruf und die Finanzen von Obsidian Entertainment. Durch 2 unbezahlte Projekte gleichzeitig war das Studio mit dem kurz bevorstehenden Ende konfrontiert. Sie entließen 30 Mitarbeiter, doch das zögerte das Unausweichliche nur hinaus. Angetrieben von den Leistungen der ersten Würfelspielkampagnen und Double Fines Erfolg auf Kickstarter überredete Joss Sawyer, Chris Parker und Fergus, dort einen eigenen Versuch zu wagen. Es würde ihnen die Möglichkeit geben, direkt eine Finanzierung zu bekommen und gleichzeitig sämtliche Rechte am fertigen Produkt zu erhalten. Adam Branicki und Joss Sawyer ließen sich das Konzept für ein klassisches Fantasy-Rollenspiel einfallen, was seit 10 Jahren keiner mehr gemacht hatte. Project Eternity erlangte bereits am ersten Tag $700.000 vom eigentlichen 1,1 Millionen Finanzierungsziel. Am zweiten Tag lag es bei 1,2 Millionen und letztlich half es mit $3,9 Millionen Obsidian Entertainment wieder auf die Beine. Die Kampagne war das am meisten unterstützte Kickstarter-Videospiel aller Zeiten. Rollenspielfans überall auf der Welt hatten das Studio gerettet. Was South Park anging, entschied sich Obsidian Entertainment für ein rundenbasierendes Kampfsystem und sie steckten eine gewaltige Menge Zeit in die kreativen Angriffe, Zauber und Beschwörungen, damit sie in das Thema der Fernsehserie passten. Trey und Matt selbst schrieben die gesamte Handlung, was zu einem urkomischen und wahren South Park-Spiel führte. Im fertigen Stab der Wahrheit schlüpfte der Spieler in die Rolle des neuen Kindes, das sich schnell mit Cartman, Prinzessin Kenny und Butters anfreundete, die wiederum gegen die Elfen kämpften, welche von Stan, Jimmy dem Baden und so weiter gespielt wurden. In typischer South Park-Manier wurde der Neue später von Außerirdischen entführt, musste Nazi-Zombies bekämpfen und Mr. Slaves Darmtrakt erkunden. Es spielte sich von Anfang bis Ende wie eine lange Episode der South Park-Serie und kam entsprechend gut bei den Fans an. Die Metacritic-Wertung kletterte bis auf 85% hoch und Publisher Ubisoft vermeldete 1,6 Millionen Verkäufe im März 2015. Im Folgejahr stiegen die Verkäufe auf 5 Millionen an und Ubisoft wollte direkt einen Nachfolger, entwickelte den jedoch auf Basis von Obsidian System mit einem eigenen Team. Project Eternity hatte Obsidians Day of Doom aufgeschoben. Kickstarter und folgende PayPal-Zahlungen gaben ihnen eine Finanzspritze von $4,1 Millionen. Aber das definierte ebenfalls ihr komplettes Budget des Spiels bis zur Fertigstellung. Und im Gegensatz zu normalen Projekten mussten sie erstmal herausfinden, worum sich Pillars of Eternity drehen sollte. Die Kickstarter-Kampagne war nur eine ungefähre Idee gewesen, die einen Tag später durch Brainstorming um Stretch Goals erweitert wurde. Sie stellten ein kleines 17-Mann-Team zusammen, das die Konzeptzeichnung in 3D-Objekte verwandelte und die dann wieder als zweidimensional vorgaukelte, wie es Baldur's Gate damals gemacht hatte. Backer konnten jeden einzelnen Entwicklungsschritt miterleben und Verbesserungsvorschläge machen. Vom ersten Prototypen, der einen Wasserfall zeigte, bis zur spielbaren Version, die als Backer-Beta zugänglich war. Das Endprodukt spielte in der Dürwald-Region der Fantasy-Welt Eora, wo der Spieler von einem magischen Sturm heimgesucht wurde, der seine Fähigkeiten erweckte und ihn zu einem Wächter machte. Einem Wesen, das die Seelen und Vergangenheit anderer Lebewesen erkunden konnte. Zusammen mit bis zu 5 Begleitern, die er im Spielverlauf auflesen konnte, versuchte er zu ergründen, was es mit den Hohlgeburten, seelenlosen Babys, auf sich hatte. Eine Geschichte, die zum Ursprung der Götter von Eora führte. Bewährte Elemente der Klassiker wurden fortgeführt und erweitert, wie zum Beispiel ein Pen-and-Paper-artiges Erzählungssystem für optisch zu aufwendige Situationen, wie dass die Helden von einem reißenden Fluss mitgerissen wurden und dabei nach Schätzen tauchen konnten. Die typische Festung als Rückzugsort konnte umfangreich ausgebaut werden und erhielt dank erreichten Stretch Gold sogar einen mehrstöckigen Dungeon unter dem Anwesen. Mit Fallout und Planescape-Legenden wie Tim Kaine und Chris Avellon hinter den Kulissen wurde Pillars of Eternity zu einem sehr textlastigen Rollenspiel, bei dem Fans direkt erkannten, von wem welcher Charakter geschrieben wurde. Pillars of Eternity hatte rund 74.000 Unterstützer auf Kickstarter gefunden.
Es verkaufte im März 2015 dank 90% Wertung und Game of the Year Auszeichnung jedoch mehr als 200.000 bzw. 700.000 innerhalb eines Jahres. Ein großer Durchbruch für Obsidian Entertainment, denn erstmalig mussten sie keine Lizenzgebühren oder andere Abgaben zahlen. Publisher Paradox übernahm tatsächlich nur die Auslieferung und Obsidian hatte ein Intellectual Property geschaffen, auf dem sie aufbauen konnten. Inmitten des Finanzproblems Sommer 2012 erreichte Obsidian Entertainment die Anfrage von Mycom, ein Free-to-Play-MMO mit Panzern zu entwickeln. Das krasse Gegenteil der bisherigen Anfragen, bei denen sich nach langen Verhandlungen herausstellte, dass der Auftraggeber gar nicht über das Budget verfügte. Denn der russische Internetmonopolist Dmitri Grishin wollte seine Produktpalette von E-Mail sowie Facebook auf Browser-Games ausweiten und ein Konkurrenzprodukt zu World of Tanks schaffen. Fergus sah die Chance, gänzlich aus der finanziellen Krise herauszukommen und stimmte der Entwicklung des für Obsidian Entertainment-Verhältnisse ungewöhnlichen Spiels zu. Im Laufe der kommenden 4 Jahre wuchs in Irvine ein Team von mehr als 100 Programmierern, Designern und Systemadministratoren nur für Armored Warfare an. Ein extrem risikolastiges Projekt für das Unternehmen, denn das Team machte 3/4 der Firma aus und sie mussten ständig das nächste Etappenziel erreichen, um die Finanzierung nicht zu verlieren. Im Gegensatz zu World of Tanks bekriegen sich in Armored Warfare keine Zweite Weltkriegsarmeen, sondern fiktive private Rüstungskonzerne im Jahre 2030. Millionen von Spielern kontrollieren gleichzeitig hauptsächlich Panzer, aber auch andere Arten von Artillerie, wahlweise in PvP-Schlachten oder kooperativen PvE-Kampagnen. Ein Jahr nachdem Armored Warfare erfolgreich in der Beta-Phase lief, gab Obsidian bekannt, die Entwicklung an Mycom zu übergeben, die zwischenzeitlich ebenfalls eine Niederlassung in Kalifornien errichtet hatten. Das führte zwar zur Entlassung des Armored Warfare-Teams bei Obsidian Entertainment, jedoch gleichermaßen zur Stabilisierung der Firma. Gemächlich, aber sicher hatte sich die Spieleindustrie verändert. Publisher beauftragten in den vergangenen Jahren nur noch sehr selten externe Studios mit größeren Projekten. Kleinere Spiele für mobile Geräte waren an der Tagesordnung. Ein Fortschritt, der auch an Obsidian Entertainment nicht spurlos vorbeiging. So beschloss Fergus das Fury-Konzept, was sie nun schon seit 2006 pitchten und zuletzt als Stormland für Microsoft anfingen, selbst zu realisieren. Angetrieben durch den Erfolg von Pillars of Eternity wurde Fury zu einem klassischen Rollenspiel namens Tyranny. In der Welt Teratus hatte die teuflische Herrscherin Kairos bereits fast alles erobert und das Böse regierte somit die ganze Welt. Lediglich die kleine Halbinsel Tyrs war noch nicht von Kairos eingenommen. Diesen letzten Verteidigungspunkt sollte der Spieler als Handlanger von Kairos erobern. Tyranny krempelte das typisch gute Spielkonzept gänzlich um und konzentrierte sich ausschließlich auf eine böse Spielweise. Natürlich mit den üblichen schwerwiegenden Entscheidungen und Konsequenzen. So konnte es passieren, dass der Spieler glaubte, etwas Gutes zu tun und später feststellen musste, dass er damit jemand anderem stark geschadet hatte. Tyranny arbeitete ständig gegen den Spieler, besonders wenn er weich wurde. Es stellte sich heraus, dass es gar nicht so einfach war, böse zu sein. Technisch setzte Tyranny auf die von Pillars of Eternity bewährten Features. Die Unity 3D Engine mit pausierbaren Kämpfen zum richtigen Positionieren und Fähigkeiteneinsatz, erweitert durch ein Companion-Combo-System. KI für Gruppenmitglieder, damit sich der Spieler auf den eigenen Charakter konzentrieren konnte, Begleiter, die aus den unterschiedlichen Fraktionen des Spiels stammten und als deren Sprachrohre dienten, abgerundet durch einen Zauberkasten zur Erschaffung eigener Spells anhand von Art, Form und Stärke. Tyranny war von Anfang bis Ende ein kühner Versuch seitens Obsidians. Erneut mit Paradox als Publisher an ihrer Seite und keinerlei Werbekampagnen oder vorangegangenen Kickstarter-Kampagnen ging es im November 2016 im Weihnachtsgeschäft unter. Trotz Anerkennung einiger Tester und Wertungen von 80% oder höher verkaufte es vor Weihnachten gerade mal 100.000 Exemplare und ebenso viele im Verlauf des nächsten halben Jahres.
Tyranny wurde Chris Avellons letztes Projekt bei Obsidian. Er verließ die Firma im Juni 2015 und gründete zwei Monate später in Zusammenarbeit mit Obsidian, Brian Fargo's In Exile Entertainment und Double Fine Productions die Crowdfunding-Seite Fig, welche sich im Gegensatz zu Kickstarter lediglich auf Videospieleprojekte konzentriert. Ein Konzept, was sich bis heute nicht wirklich durchgesetzt hat. Chris ist seitdem freiberuflich an Spielen anderer Studios wie Prey von den Arcane Studios, Divinity Original Sin 2 von den Larian Studios oder Owlcat Games Pathfinder Kingsmaker tätig. Das Obsidian-Team hatte Pillars of Eternity von Anfang an als eine Spielreihe konzipiert, weshalb sich der erste Teil auch nur um einen gewöhnlichen Menschen drehte, der von den Göttern erfuhr und nicht sofort selbst zu einem aufstieg. Es sollte Spielraum für Steigerung bieten. So war es kaum verwunderlich, dass sie im Januar 2017 ihren Crowdfunding-Feldzug fortsetzten. Per Fig baten sie erneut um 1,1 Millionen Dollar für den Pillars of Eternity-Nachfolger Deadfire. Und wie zuvor war ihnen die Summe innerhalb eines Tages sicher. Mit letztlich 4,4 Millionen arbeitete ein 40-köpfiges Team bis zum Release 16 Monate später an Pillars of Eternity 2 Deadfire. Es knüpfte geschichtlich 5 Jahre nach Teil 1 an. Der totgeglaubte Gott Eosas erwachte unter Khed Nuur, zerstörte in Form des gewaltigen Steinkolosses die Burg des Spielers und stahl dem Wächter einen Teil seiner Seele. Woraufhin der Spieler mit seinem Schiff und nur noch 4 Gefährten aufbrach, Eosas zur Strecke zu bringen. Deadfire verbesserte die Pillars of Eternity Formel in jeder Hinsicht und gab dem Spiel dank Piratenteam und exotischen Insel einen gänzlich neuen Touch. Das gesamte Spielgeschehen wurde deutlich stromlinienförmiger. Statt Zauber und Fertigkeiten starr auswendig zu lernen, erhielten die Charaktere Kraftquellen, welche die generelle Anzahl der Fertigkeiteneinsätze pro Kampf bestimmte. Zauberbücher mit verschiedenen Zaubersets ließen sich während des Kampfes wechseln und einsetzen. Ferner erhielten sämtliche Partymitglieder ein verbessertes Dragon Age Origins ähnliches KI-Skript, wodurch Kämpfe beinahe automatisch absolviert werden konnten. Die Gesundheit der Gruppe regenerierte sich nach jedem Kampf schnell automatisch, wodurch Rasten nur noch vonnöten war, wenn ein Charakter durch kompletten Ausdauerverlust das Bewusstsein verloren und somit eine Wunde erlitten hatte. Das neue Mehrklassensystem und deutlich umfangreichere Fertigkeitenpaletten rundeten das Charakter- und Kampfsystem ab. Dafür wuchs letzteres um Schlachten mit Piraten und anderen Freibeutern auf hoher See. Deadfire legte deutlich mehr Fokus auf eine offene Welt mit zahlreichen Inseln, die als Quest-Hubs dienten. Diese Nebenaufgaben machten gut die Hälfte des Spiels aus, wodurch der Spieler selbst bestimmen konnte, der 37-stündigen Hauptgeschichte zu folgen oder das volle Ausmaß der Meere zu erkunden. Pillars of Eternity 2 heimste bei MyRelease eine Durchschnittswertung von 88 Punkten ein und wurde im Rahmen des Golden Joystick Awards für die beste Geschichtserzählung sowie das beste PC-Spiel 2018 nominiert. Gerüchten zufolge befindet sich Obsidian Entertainment aktuell in Verhandlungen mit Microsoft, welche das gebrandmarkte Irviner Studio übernehmen wollen. Für Fergus und sein Team wäre das zweifellos ein Aufstieg und die Aussicht auf eine sichere Zukunft. Schließlich wird es für unabhängige Studios auf dem aktuellen Spielemarkt immer schwieriger zu bestehen. Dieses Jahr sind bereits 10 ähnlich große Studios pleitegegangen, einschließlich der Ex-LucasArts Adventure-Macher von Telltale Games. Sollte sich das Gerücht bestätigen, würde Obsidian zweifellos endlich die Budgets für AAA-Titel bekommen und wir dürften uns über mehr Fallout-New Vegas-artige Spiele freuen.